Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zum 24. Türchen des World of Tanks Adventskalenders. Und wie viele vermutet haben, ist heute im Kalender der Krupp Steyr Waffenträger, ein neuer Tier 7 Premium Jagdpanzer der Deutschen. Und ich habe ihn mir geholt, weil ich ihn einmal vom Äußerlichen halt ganz cool finde. Und das, was ich bis jetzt von dem Fahrzeug so als Replays gesehen habe, sah auch ganz gut aus. Und grundsätzlich bin ich ja ein Fan der deutschen Jagdpanzer, muss man sagen. Deswegen ist das Fahrzeug in meiner Garage gelandet. Und auch ihr könnt euch den kaufen. Es gibt ihn in 3 Paketen. Es gibt ein ganz, ich sag mal, faires Paket. Das ist nur der Panzer mit dem Garagenstellplatz für 23,20 €. Das ist im Grunde mehr oder weniger ein Standard-Tier 7 Premium-Preis, würde ich sagen. Vielleicht gefühlt ein Ticken teurer, aber nee, eigentlich auch wieder nicht. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber auf jeden Fall, es gibt den Panzer einzeln zu kaufen, was mir sehr entgegenkommt, weil ich natürlich schon eine sehr, sehr gute deutsche TD-Crew habe und ich jetzt irgendwie kein Gold oder sowas brauche. Es gibt das Fahrzeug in einem 49,99-Paket mit 8.350 Gold, 30 persönlichen Reserven und 15x5-fach EP, also Erfahrungspunkte für einen Sieg, vorausgesetzt, ihr habt natürlich schon den Tagessieg hinter euch. Dann gibt es auch noch ein großes Paket, wer ganz viel Geld ausgeben will, für 99,99 € gibt es 13.250 Gold dazu, mit dem Panzer natürlich und dem Garagenstellplatz. Insgesamt zusammengefasst 100 persönliche Reserven für, ich habe es mir jetzt nicht angeguckt, ich habe einfach 100 persönliche Reserven mir aufgeschrieben. Ich finde das immer ein bisschen albern, dass es das mittlerweile dazu gibt. Es gibt Schere, Ansätze und Tarnnetz dazu, das muss man sich also nicht mehr kaufen für das Fahrzeug, was eigentlich auch am meisten Sinn für diesen Panzer macht. Spart man ein bisschen Credits und es gibt 25 große Ersatzteilkisten, 25 große Erste-Hilfe-Kisten und es gibt 25 automatische Feuerlöscher. Gut, wenn man das braucht dann und das Gold auch braucht, dann kann man natürlich über das große Paket nachdenken. Ansonsten, nein, ja, ich weiß nicht, ich finde diese 99-Euro-Pakete immer ein bisschen too much, aber egal. Das Fahrzeug hat 4 Mann Besatzung. Da haben wir schon den ersten negativen Punkt, den wir eigentlich ansprechen müssen, denn wir haben keinen Funker und nur einen Ladeschützen. Damit ist im Prinzip die Mannschaft so, wie sie hier ist. Ich glaube, nur auf dem Borsig. Und wir gucken mal in den Skorpion. Ja, auf dem Skorpion ist sie auch einsetzbar. Wobei natürlich der Skorpion, der Deutsche, auch nur ein Premium-Panzer ist. Ich hatte mir das vorhin angeguckt. Also gerade die Jagdtiger und Jagd-E haben halt auch 2 Ladeschützen und einen Funker. Auch die Jagdpanther und so, wir sehen es, die haben auch schon relativ viel Besatzungsmitglieder. Also es ist echt, zum Crew-Trainieren ist das Fahrzeug jetzt nicht unbedingt geeignet, würde ich mal sagen. Weil wie gesagt, die einzige Mannschaft, die man damit leveln kann, ist die vom Rheinmetall Borsig. Ansonsten, wir gucken mal auf die Kanone. Es ist im Grunde die Tigerkanone mit 203 mm Durchschlag, 240 Alpha, 0,33 Genauigkeit und 1,9 Sekunden Einzielzeit. Das ist ja ziemlich gut, würde ich sagen. Die Kanone kennt man halt vom Tiger 1 und da ist sie ziemlich verlässlich und auch die Feuergeschwindigkeit auf diesem Fahrzeug ist relativ hoch. Wir gucken aber gleich mal noch in eine Vergleichsliste. Und in dieser Vergleichsliste habe ich reingepackt den Siemer Premium der Amis, den Skorpion, die beiden deutschen Jagdpanzer regulär auf Tier 7, den Challenger, den Schweden TD, den E25 habe ich auch mal noch mit reingenommen, obwohl er ja angepasstes Matchmaking hat und der Steyr Waffenträger nicht, den T25-2 der Amerikaner und die Su-152 der Russen. Und was wir sehen, die Feuerkraft des Fahrzeuges liegt im Grunde im Durchschnitt, wobei man sogar sagen muss, eher noch so ein Ticken im oberen, wobei natürlich der Jagdpanther, der Emil und auch der E25 und die Su da herausstechen. Wobei nicht ganz so krass, der Jagdpanther eigentlich mit 372 Feuerkraft am stärksten, weil der einfach schon die bessere Kanone hat, also mit mehr Alpha, nämlich mit 320. Aber eigentlich im Grunde gutes Mittelfeld, was die Feuerkraft angeht. Wir sehen hier die Nachladezeit von 6,9 Sekunden ist sogar bei den meisten Fahrzeugen, wenn wir mal den Challenger und den E25 außen vor lassen, sogar besser.
Und das ist ja auch der Stockwert hier. Also wenn wir uns überlegen, dass da mit Ansetzer und vielleicht Waffenbrüder auch noch was runtergeht, dann ist das auf jeden Fall ziemlich gut. Ich glaube, der kommt dem Tiger 1, was die Nachladezeit angeht, relativ nahe. Und ja, ansonsten auch die Durchschlagskraft ist jetzt nicht die mega schlechteste, aber auch nicht unbedingt die beste, wie wir sehen. Also der Scorpion hier zum Beispiel, der hat schon mehr. Der Jagdpanther komischerweise nicht. Aber der IKV hat ein bisschen mehr. Ja, der Emil, also im Grunde ist es auch ein guter Durchschnitt. Die Durchschlagskraft ist jetzt nicht schlecht, aber es ist im Vergleich zu den TDs hier nicht die beste auf seiner Tierstufe. Er hat 8 Grad Gun Depression, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Wir sehen aber auch, dass alle anderen mindestens genauso viel haben, außer die Su. Gut, die Russen haben halt generell wenig Gun Depression. 45 Grad Gun Elevation, was ziemlich, ziemlich stark ist. Der wird also nach oben sehr gut schießen können, wenn irgendein Fahrzeug über ihn steht. Kann sich also da ganz gut verteidigen. Das können die anderen nicht so gut, aber das ist auch eher eine Seltenheit, dass man das so krass sieht. Er hat keinen Seitenrichtbereich, denn er hat einen volldrehbaren Turm. Das ist wichtig zu wissen. Das haben nicht die meisten, wie wir hier sehen. Der Challenger hat das noch und der T25-2. Alle anderen, ihr seht, haben einen Bereich nach links und rechts, wo sie eingeschränkt sind mit der Kanone. Also es ist kein klassischer TD, muss man sagen. Er hat kein Magazin, das ist klar. Die Zielerfassung ist mit 1,82 Sekunden jetzt hier mit 100% Mannschaft. Also ich glaube, Stock sind es 1,9. Ist es eigentlich ein sehr guter Wert im Vergleich zu den anderen Fahrzeugen? Ist es allerdings dann doch nicht so mega gut. Der Challenger zum Beispiel, ihr seht, der ist da auch sehr, sehr, sehr gut unterwegs. Beim IKV müssen wir hier ein bisschen, glaube ich, ach nee, Quatsch, er hat ja noch keinen Siege-Modus. Dann muss man sagen, dass der IKV relativ schlechte Zielerfassungswerte hat. Bei den Achter dann haben die ja den Siege-Modus. Und da wird es auf jeden Fall noch ein bisschen besser, beziehungsweise unterscheiden sich dann die Einzelzeit, glaube ich, zwischen Siege und Nichts und Farm-Modus. Das muss man auf jeden Fall wissen. Panzerung, naja, hat er im Grunde nicht. Ne? Er hat relativ, ich würde zwar sagen, viel Strukturpunkte, aber nein, die hat er auch nicht. 800 Strukturpunkte. Und damit ist er im Grunde genauso gut wie der IKV. Und ansonsten schlechter als alle Fahrzeuge, die hier sind. Da muss man also wirklich aufpassen. Auch die Panzerung mit 20 mm an der Front, 10 an der Seite und 8 hinten ist, ja, kann man im Grunde vernachlässigen. Also wenn ihr dieses Fahrzeug seht, könnt ihr im Grunde ohne Gewissen irgendwie HE durchschlagen. Es sei denn, ihr habt so eine Nagelkanone, vielleicht wie der Challenger, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber mit einem entsprechenden Kaliber HE auf das Ding feuern und ihr macht auf jeden Fall ordentlich Schaden. Ja, und hier kommen wir im Grunde zum Problem des Fahrzeugs, denn es ist hochgradig untermotorisiert. Das Ding hat gerade mal 140 PS bei einem Leergewicht von 14 Tonnen. Das heißt also, der hat ein Leistungsgewicht von 10 bzw. unter 10 PS pro Tonne und ist damit, was die Beschleunigungswerte angeht, total schlecht. Nur der sture Emil ist da noch schlechter. Alle anderen Fahrzeuge sind deutlich besser. Wir sehen hier der M56 Scorpion mit 28, natürlich auch der E25 sind dann natürlich die Spitzenreiter in diesem Bereich. Also das muss man wissen. Dieses Fahrzeug ist nicht sehr schnell. Allerdings ist es nicht so unmobil, denn er hat eine Wendegeschwindigkeit von 41,72 Grad pro Sekunde und liegt damit sogar im oberen Mittelfeld. Man muss sogar sagen, er ist neben dem Skorpion hinter dem E25 auf Platz 2. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt im Gefecht darstellt. Denn wie gesagt, Top Speed hat er nicht. Höchstgeschwindigkeit von 35 ist jetzt nicht so wenig oder aber auch nicht wirklich viel. Allerdings braucht er halt ewig, um das zu erreichen aufgrund des Leistungsgewichtes und auch bergauf wird es schwierig. Aber er hat, wie gesagt, eine gute Wendegeschwindigkeit. Aber schauen wir mal auf den Tarnwert. Er hat jetzt hier 452 angegeben. Das ist auf jeden Fall schlechter als der E25. Der ist auf jeden Fall absoluter Spitzenreiter in dem Bereich. Aber es liegt in ähnlich guten Bereichen wie der M56 Scorpion. Es ist ein Ticken schlechter. Ihr seht, also die Werte sind nicht ganz, kommen nicht ganz an die vom M56 Skorpion ran, aber sie sind immer noch sehr, sehr, sehr gut.
Auch in Bewegung sind die Tarnwerte herausragend. Wie gesagt, der E25 ist in dem Bereich Spitzenreiter. Aber auch die Tarnwerte des Steyr-Waffenträgers sind wirklich spitzenmäßig, muss man sagen. Ihr seht also, das Fahrzeug kommt eher über die Tarnung und vielleicht als Sniper daher aufgrund der genauen Kanone. Das sollte man auf jeden Fall jetzt schon mal wissen. Vom Aufklärungsstand, naja gut, er hat 360 Meter Sichtweite. Das ist jetzt auch guter Durchschnitt. Nur die Su fällt da nach hinten mit 330 ein bisschen ab. Und der T25-2 hat mit 380 eine sehr gute Sichtweite. Alle anderen Fahrzeuge haben ungefähr auch den gleichen Wert, plus minus immer mal 10 Meter. Na gut, und die Funkreichweite kann man auf jeden Fall auch vernachlässigen. Ich würde sagen, ehe wir jetzt hier uns noch weiter totquatschen, gucken wir einfach mal in zwei Runden und mal sehen, was ich mit dem Fahrzeug anstellen kann. Und wir sind in der ersten Runde als Top-Tier auf Overlord gelandet. Keine so mega schlechte Map für einen getarnten TD. Ich werde mich auf meinen Standardplatz rechts auf J9 stellen. Die Position mag ich wirklich sehr. Mal gucken, was wir von dort machen können. Und vor allen Dingen, wir werden mal sehen, wie lange wir dahin brauchen. Und hier sieht man es schon, das Ding dreht wirklich schnell. Aber dann verlassen sie ihn auch schon. Es ist echt krass. Also, ja, schnell ist er nicht. Aber er dreht schnell. Und er hat natürlich einen voll drehbaren Turm. Der dreht natürlich nicht so schnell wie einen Standard-Panzer, also wie einen Medium vielleicht oder wie einen Heavy. Aber das ist ja bei den TDs mit drehbaren Turm immer so, dass die ein bisschen langsamer drehen. Und wir sehen schon, wow, das dauert hier ewig, bis wir da drüben angekommen sind. Jetzt hoffe ich natürlich auch, dass da Gegner auftauchen. Denn mal eben ein Flankenmanöver ist mit dem Fahrzeug nicht drinne. Und jemanden umkreisen wie mit einem Medium-Panzer auf jeden Fall auch nicht. Aber egal. Gleich sind wir da. Und dann gucken wir mal, was wir hier an meinem Lieblingsbusch so machen können. Der Turm dreht dann doch gefühlt gar nicht so langsam, muss ich sagen. Und wie gesagt, der dreht wirklich angenehm schnell. Und was unser Emil da vorne macht, ist mir ehrlich gesagt ein kleines Rätsel. Lassen wir jetzt mal die Schere angehen und das Tarnnetz. Nachladezeit von 6,08 Sekunden. Da ist jetzt Ansätze am Waffenbrüder schon mit dabei. Er ist also ein Ticken langsamer als der Tiger 1. Oh, der hat schnell repariert. Aber wir sehen, es reicht, um den Aal noch eine zweite hinterherzugeben. Das ist wirklich angenehm, muss man sagen. Und es sieht auf der Seite so aus, als ob hier keine Gegner wären. Oh, doch, da hinten. Ah, jetzt ist ja natürlich der Emil im Weg. Ich mach mal einen Blindschuss auf den anderen Waffenträger. Tja, ich würde ja hier gerne helfen, aber der Emil ist da im Weg. Die drücken da ziemlich aggressiv rein. Jetzt müssen wir einfach mal warten, bis die hochkommen. Die linke Flanke ist im Grunde schon komplett gefallen. Das ist natürlich alles andere als schön. Ja, da holt die gegnerische Arti den Emil. Ja, ich weiß. Oh, den treffen wir nicht. Krass. Aber der Alda muss erstmal. Ah, der fährt zurück. Dann auf den AMX. Der bleibt da auch stehen. Dem können wir noch eine reindrücken. Ja, wir sehen schon, der Tarnwert ist echt gut von dem Fahrzeug. Und den können wir da auch rausnehmen. Der Tarnwert gefällt mir echt gut. Oh Gott, was haben wir da? Einen Autoloader. Aber ja, naja gut, also ich meine jetzt auf die Entfernung, das wird dann wirklich nix. Jetzt müssen wir im Grunde nur hoffen, dass sich hier die gegnerische Arti nicht gleich auf uns einzielt. Hallo mein Freund, ich hoffe unsere Arti hilft uns. Hehe, ich stehe hinterm Haus, ne? Hihihi. Düdüm. Sehr schön. Das hat mir jetzt natürlich gut gefallen. Ich bin jetzt hier nicht aufgegangen, weil ich hinterm Haus stand und er hat mich nicht gesehen. So, lieber Au. Ja, jetzt sind wir wieder offen. ELC.
Ja, jetzt haben wir natürlich das Mobilitätsproblem hier. Der ELC geht auch raus. Und da war natürlich die Arti. Das war zu erwarten. Ich repariere jetzt mal ganz schnell die Ketten. Da ist die zweite Arti. Ja. Liebste Freunde. Und die haben auch noch einen Waffenträger. Der ist jetzt hier auch irgendwo in Reichweite, so wie das aussieht. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den eventuell aufkriegen. Ich habe halt auch auf dem Fahrzeug schon eine relativ gute Mannschaft. Das darf man nicht vergessen. Hier habe ich... der hat hier irgendwie... Über diese Buckel, seht ihr das? Das muss man wissen. Da hat er keine gute Gun Depression. Das ist echt gefährlich. Da kann man, sich wunderbar den Schuss versauen. Also das, da müsst ihr aufpassen. Das sind höchstwahrscheinlich die Fahrer und die, ich weiß nicht, Funkerluke. Ich habe keine Ahnung, aber da sitzen höchstwahrscheinlich die Jungs drin, ne? Das ist natürlich echt doof. So, mal gucken, inwieweit die Hellcat die da unten aufhalten kann. Ich würde gerne auf den Waffenträger noch ein bisschen Schaden machen. Oh Gott, die haben noch einen Tock. Die haben noch einen Tock. Da geht die Hellcat raus. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, sich noch woanders hinzustellen. Aber der Steuerwaffenträger war irgendwo hier in Reichweite. Na gut. AT-8 und Stritzwagen 74 am Strand. Düm, düm, düm. Oh, nice. Er nimmt den AT-8 raus. Da unten steht auch halbwegs AT-Safe. Das ist natürlich gut. Tja, wo ist der andere Waffenträger? Das ist gerade für uns der gefährlichste Gegner. Guter Tarnwert. Ach Gottchen, wie ist der denn hochgekommen? Jetzt müssen wir natürlich helfen. Bloß, ja, helfen, ihr wisst es ja. Hihi, mit dem Tarnwert, mit der Geschwindigkeit. Alles andere als schnell möglich. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Gott. Gun Depression for the win. Ja, ich stelle mich jetzt einfach hier hin. Da kann er mich auf jeden Fall nicht direkt beschießen. So, vielleicht kriegen wir ihn ja mit der Schere auf. Aber vielleicht steht er auch einfach nur hinter einem der Steine hier. Schwierig. Ich dachte, ich kann ihn jetzt von hier aus rausnehmen. Das wäre zu schön gewesen. Na los, zeig dich. Höchstwahrscheinlich kommt er jetzt wieder von unten. Hat sich irgendwo fallen lassen. Ne, da ist er. Komm ich. Ah, der hing da oben. Okay, schön gemacht. Sehr schön gemacht. Oh Gott. Natürlich jetzt hier echt blöd. Oh Gott, da ist der Tock. Und natürlich trifft die Arti mich. Damn it! Und er ist jetzt hier auf der Flucht. Naja. Also wir haben auf jeden Fall gesehen, was nicht gut für das Fahrzeug ist. Es ist die Arti. Und... Natürlich ist es so, dass die Arti auch direkt auf mich eingezielt ist. Wir haben es in den letzten zwei Tagen ja auch im Livestream gesehen. Da war es nicht unbedingt die Arti, aber da war es der RNG, der generell so ein bisschen gegen mich ist. Naja, wenn ich Arti fahre, dann treffe ich nicht. Also zu mir. Gut, es waren jetzt zwei unterschiedliche Artis, aber ja. In so einem Fahrzeug, in so einem Cabrio-Fahrzeug hat man im Grunde keine Chance gegen die Artillerie. Ich würde mal sagen, wir springen mal direkt zur Auswertung, weil dem jetzt hier noch zuzuschauen, das wird höchstwahrscheinlich nicht wirklich sehr spaßig werden und springen dann auf jeden Fall nach der Auswertung noch in eine zweite Runde mit dem Panzer. Hier haben wir noch die Auswertung dieses
dieser Niederlage. Das war meine allererste Runde. Ich habe sie euch einfach mal so gezeigt, wie sie gelaufen ist. Es gab hier irgendwie Panzerbrecher und Wirkungsfeuer. Wow. Wir waren mit 1419 Schaden der zweite beim Schaden. Zwei Kills haben wir gemacht. Der andere Steuerwaffenträger war noch auf Platz 1. Und er hat auch durch den Kill höchstwahrscheinlich noch ein bisschen mehr an EP bekommen. Wir sind auf Platz 3. Das ist für eine erste Runde natürlich ein bisschen ernüchternd, aber das lag auch einfach daran, dass das Team auf der linken Seite einfach weggestorben ist. Wie die Fliegen auf unserer Seite haben wir ja ganz gut verteidigt. So, hier, das mache ich mal zu. Und wir springen direkt in die zweite Runde. Zweite Runde, ein Low-Tier-Gefecht und zwar vom Allerfeinsten. Wie ich immer so schön klassisch sage, wir sind unter den Scouts gematcht. Also viel schlimmer geht es eigentlich gar nicht mehr. Gucken wir doch gleich mal, unsere APCR hat 237 Durchschlag. Im Vergleich mit 203 sind das gerade mal 30 mm mehr. Und gegen einen VKB nützt uns das gar nichts. Also der lacht sich darüber kaputt. Auch ein E75 wird das eher als witzig empfinden. Wenn man da nicht genau weiß, wo man hinschießen muss, beziehungsweise entsprechend die Weak Spots trifft, hat man da keine Chance. Also, die Premium-Munition, die ist ein bisschen, nun, wie soll ich sagen, komisch. Und dann, ja, verschießen wir auch noch. Ich lade mal wieder auf AP um, ich bin da einfach zu geizig. So, unser Team drückt auf der Seite sehr stark. Naja, das muss jetzt erstmal nichts heißen. Jagdtiger, ISO. Na, da hinten ist der Jagdtiger. Da ist ein VKB. Ach, du lieber Himmel. Der ist aber scheinbar noch Stock. Woran ich das sehe? An dem Sternchen oben. Aber trotzdem, die Wanne ist halt die Wanne. Den können wir getroffen haben. Ja, und die Seite vom VKB geht natürlich immer. Der überwinkelt komplett hier gerade. Jetzt nicht mehr. Jetzt stehen sie gut. Jetzt stehen sie gut. Aber vielleicht mal versuchen, durch den Turm zu hämmern, wenn der nur den Stockturm hat. Nee. Versuchen wir es mal mit HE. So, HE, mein Freund. Der macht gar kein HE, macht keinen Schaden. Was ist das denn? Ist der gerade abgeprallt? HE kann nicht abprallen. Wollt ihr mich denn veralbern? Okay, also auch mit HE haben wir keinerlei Chance gegen dieses Fahrzeug. Und auch wenn wir eine genaue Kanone haben. Das ist witzlos. Das ist gerade echt witzlos. Selbst ihm jetzt gekettet zu halten, bringt halt nichts. Das ist keine Art hier im Spiel. Ja. Dann haben wir immer noch gekettet. Vielleicht treffen wir ja bei ihm irgendwie die Capola. Ne, schießen wir auch drüber. Oh, jetzt hat er gefressen. Nicht getroffen. Nope, das wird hier nichts. Ich glaube, wir müssen uns mal an anderer Stelle orientieren, weil den einfach sinnlos die Munition reinzupumpen, das bringt rein gar nichts. So, IS-3 da oben. Sehr schön. Der bleibt da auch stur stehen. Dann können wir da weiter abfarmen. Jetzt fährt er zurück. Da war kurz was von ihm zu sehen. Da auf den Skoda kommen wir nicht. Ja, der IS-3 muss ein Stück weiter vorfahren. Skoda ist, ja, nicht ganz One-Shot.
Ja, ihr ist drei ein Stück weiter vor. Jawohl. So will ich das haben. Shit. Ah, Mist. Wir konnten unserem E-75 trotzdem nicht helfen. Jetzt haben wir auch niemanden mehr, der das spotten kann. Na gut, was haben wir da noch? Einen anderen IS-3? Kommen wir auf den eventuell drauf? Nope. Tigre P. Schwierig nur. Oh, da ist eine ISO. Auf die komme ich. Aber ich treffe sie nicht. Jawohl. Jetzt haben wir sie getroffen. Ich halte da nochmal rein. Ne, leider nicht. Kommen wir auf irgendwas da drüben drauf. Worauf schießt der AMX da? Und der Mod 1 ist auch ein Problem. So, Skoda in der Mitte. Schade, der ist wieder zu. Ah, schwierig, schwierig. Das ist gerade die vierte Runde, die ich jetzt fahre. Und auch die sieht danach aus, als ob es sie verloren geht. Shit, wir treffen ihn nicht. Und wir gehen das natürlich auch auf dabei. Ja, APCR jetzt durch seinen Turm, das ist mir eigentlich egal. Ja, der AMX hat sich jetzt zurückgezogen. Ich brauche halt noch mindestens einen Schuss, um ihn rauszunehmen. Er hat zwar jetzt keinen Bock mehr. Shit. Kommen wir eventuell auf den Löwe drauf? Oh ja. Hello, Löwe. Gut, den Löwe konnten wir rausnehmen. Jetzt haben wir da oben einen, oh Gott, noch fast vollen E75. Und der VKB drückt da einfach eiskalt weiter. So, können wir eventuell den IS-3 irgendwie aufkriegen? Nope. Wohin guckt denn der Jagdtiger? Der guckt nach hier hinten. Tja, schwierig. Also das ist jetzt gerade die vierte Runde, die ich jetzt hier wo verlieren werde. Ach komm schon. Den Kill will ich wenigstens noch haben. Er macht Blindschüsse. So, jetzt mit APCR. Nein! Jetzt bin ich natürlich auch offen. So, mein Freund. Dich nehme ich noch mit. Das ist eine teure Runde jetzt für mich hier. Absolut. Immerhin haben wir zwei Kills gemacht. LOL. Er verschießt. Und zeigt mir einfach mal seine schwache Seite. Fehler von ihm. Aber da kommt natürlich der andere. Ah, und ich krieg den Turm nicht schnell genug gedreht. Den hätte ich auch noch rausnehmen können. Ah, schade. Drei Kills waren das am Ende und auch diese Runde geht leider verloren. Das ist dann meine vierte Runde in Folge. Ich habe heute noch keine einzige Runde gewonnen. Und es war im Lose Match eine zweite Klasse. Wir haben 2600 Schaden gemacht, 705 Erfahrungspunkte Basis, sind damit mit Abstand der Beste. Es war eine teure Runde, wir haben relativ viel APCR geschossen, aber
Das Problem ist halt auch, dass man mit den Pennwerten, gerade gegen den VKB, hast du halt echt Probleme. Da brauchst du eigentlich von der Frontal zu dir steht gar nicht schießen. Auch wir haben gesehen, auch HE hat einfach mal gar keinen Schaden gemacht. Das, nun ja, haben wir wenigstens Modulschaden gemacht. Ja, das war der Kettentreffer einmal hier. Hallo? Ja, Kette. Also ihr seht schon, dass auf Tier 9, wenn man gerade solche Gegner hat, ist es schwierig. Ansonsten ist das Fahrzeug eigentlich ganz spaßig. 1270 Erfahrungspunkte. Und wir haben trotzdem noch 13.000 Credits mit nach Hause genommen. Es ist natürlich klar. Es ist im Grunde in einem Borsig auf Tier 7. Ich kenne den Borsig selber nicht, aber ich denke mal, man muss ihn ähnlich spielen. Vorteil ist natürlich der drehbare Turm. Das haben wir jetzt auch in einigen Situationen gesehen. Aber als Low-Tier ist es halt immer schwierig. Und ich würde auch einfach mal gerne eine Runde gewinnen. Aber sei es drum. Das ist der Steyr oder Krupp-Steyr-Waffenträger. Ein Fahrzeug mit wenig, wie soll ich sagen, wenig PS. Ja? Also er ist sehr langsam und beschleunigt schlecht, dreht noch relativ gut. Es ist also eher was für statisches Gameplay, sehr arty-anfällig. Eine ziemlich gute Gun, muss man schon sagen. Man hat eigentlich auf Tier 7 und Tier 8 keine Probleme. Tier 9 ist halt dann ein bisschen, muss man gucken. Die APCR hat ein bisschen, ist ein bisschen pennschwach einfach. Das ist schade. Aber ansonsten glaube ich schon, dass das Fahrzeug eine Menge Spaß machen kann. Und für jemanden, der gerne TD fährt, ist das auf jeden Fall was. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Frohe Weihnachten an euch da draußen, genießt die Feiertage und wir sehen uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.